Ich darf Herr Dart bat um eine kurze Überleitung. In seinem Nachwort zu den Maßgaben der Kunst steht, wie man das produktiv macht. Und ja. Vielen Dank. Ja, ich möchte für zwei Dinge einleitend um Verzeihung bitten. Das eine ist, dass ich ein bisschen an einem Infekt laboriere und insofern vielleicht zwischendurch ein bisschen schwächle. Wenn ich das tue, dann brüllen Sie bitte, wenn das irgendwie in sich selbst versiegt. Die zweite Sache ist, ich mache mich einer Unhöflichkeit schuldig, die nicht mal unser amerikanischer Gast begangen hat. Ich werde ein paar Zitate in einer fremden Sprache bringen, weil die einzigen vernünftigen Übersetzungen dieser Dichter, die ich zitieren werde, die es gibt, in der DDR angefertigt wurden, komischerweise. Also wenn es Insel- oder Surkamp-Ausgaben von Shelley gibt, dann sind die guten Übersetzungen da drin von DDR-Autoren. Da hat der Besten ganz schön von gelebt. Gut, mal sehen, ob wir über die Runden kommen. Es wird nicht viel sein, das Englische. Also, nochmal in den Graben. Meine Damen und Herren, der Dichter sitzt, wo er nicht allzu gerne sitzt, und schreibt dort einen Brief, den man entnehmen kann, dass er sich, während er ihn schreibt, nicht zusammennimmt, sondern gehen lässt, verdrossen, bereits, irgendwie dann aber auch verspielt, auf die boshafte Art, die Kinder befällt, wenn sie in Laune geraten, kleinen Tieren weh zu tun. Der Dichter mag sich selbst nicht leiden, er nennt sich a most liberal correspondent, also einen, der mit Briefen um sich schmeißt, als wären es Reklamesendungen. Und er gibt zu verstehen, das ist der 13. Oktober 1811, I am growing nervous, how you will laugh, but it is true, really, wretchedly, ridiculously, fine-letically nervous. Your climate kills me, I can neither read, write, nor amuse myself, or anyone else. My days are listless and my nights restless. I have very seldom any society, and when I have, I run out of it. At this present writing, there are in the next room three ladies, and I have stolen away to write this grumbling letter. I don't know that I shan't end with insanity, for I find a want of method in arranging my thoughts that perplexes me strangely. But this looks more like silliness than madness, as Scrope Davis would facetiously remark in his consoling manner. Wir haben hier also einen Dichter, der seine Nerven hat, wie Novalis, der seine Gedanken nicht sortieren will, wie Schlegel. Sein Want of Method in Arranging My Thoughts, also sein Mangel an Methode, wenn er seine Gedanken arrangiert, liest sich wie ein Motto für die Athenäumsfragmente. Und das Liebäugeln mit dem Irrsinn und der unruhigen Nacht ist jedenfalls von dem Stoff, von dem die Arbeiten der Leute sind, die Peter Hacks Pauschalromantiker nennt, weil man, wenn er sie schlicht scheußlich nennen würde, was er häufig meint, nicht glauben müsste, er wolle schimpfen, statt durchaus urteilen. Ich mag den Dichter, der den Brief geschrieben hat. Ich mag mit Abstrichen sogar den Brief selber ein bisschen und ich denke, dass ich beides werde begründen können. Ich werde auf vieles zurückkommen, was hier heute gesagt wurde. Ich habe alles durchgestrichen, was zu gut gesagt wurde, als dass man es nochmal sagen muss. Es soll ums Urteilen gehen und ums Schimpfen. Es soll darum gehen, dass Arno Schmidt die Romantiker mochte und dass er Goethe hasste. Es soll darum gehen, dass Peter Hacks aber andererseits Arno Schmidt mochte und die Romantiker hasste. Darum, dass der Dichter, den ich zitiert habe, ein Romantiker war. Ein Romantiker, den verzwickterweise aber ausgerechnet Goethe, den Hacks gegen alle Anwürfe der Romantiker geachtet wissen wollte, sehr gemocht hat. Darum, dass die englische Romantik und die deutsche nicht dasselbe sind, aber auch wieder nicht so grundverschieden, dass man sie nicht gegeneinander setzen und unterschiedlich werten könnte. Und schließlich darum, wieso das alles bei sämtlichen Widersprüchen des Wortes paar Mal aufgetaucht, zwischen den handelnden, denkenden, schreibenden Menschen und auch in diesen Menschen selber, in dieser Angelegenheit trotzdem zusammenpasst. Womit ich nicht diesen Pluralismus meine, von dem Felix Bartels gesprochen hat, den Hacks verdammt hat, weil dieser Pluralismus im Westen häufig bedeutet, jeder hat irgendwie recht. Und ich will nicht wissen, auf welche Weise Leute wie Hitler, Pol Pot, Dick Cheney und Holocaustleugner, Vergewaltiger irgendwie recht haben. In der Literaturgeschichte gibt es Gewitter, die von einzelnen Wettergöttinnen, oft selbsternannten und Wettergöttern kommandiert werden, weil irgendwas auf dem Boden ihr Missfallen erregt hat. Diese Leute verstehen was vom Lesen, weil sie was vom Schreiben verstehen. Wir wollen, bevor wir uns der Sache dann zuwenden, nur noch in Erinnerung rufen, dass ein breites, sogar ein tiefes Literaturverständnis auch auf anderen Wegen erworben werden mag. Also nicht nur Schriftsteller und Schriftstellerinnen wissen, wie man liest. Das Sprichwort hat schon recht, man muss keine Eier legen können, um zu riechen, dass eins faul ist. Aber sagen, was da gerochen wird, können auf treffende, einprägsame und damit wirkungsvolle Weise dann doch am besten Leute, die es eben können. Deshalb erreichen die häufig ihr Ziel, manchmal auch nicht. Manchmal setzt sich das auch nicht durch, wie wir heute Mittag gehört haben. Hacks hat sich nicht durchgesetzt. Wenn nun also K.
Karl-Heinz Deschner sich den Kitsch der Gruppe 47 vorknüpft? Wenn Wende Blues die Bloomsbury-Gruppe anrempelt? Wenn Karl Kraus den aufgedonnerten Schwulz der Herren Hugo von Hofmannsthal und Stefan George abwatscht oder Balzac sich über den eben entstandenen Feuilletonismus lustig macht? Oder schließlich deswegen sind wir hier Peter Hacks, etwas mit Schwert, Feuer, Peitsche und Säuse traktiert, was er Romantik nennt? Dann geht es da, und das ist die Schwierigkeit heute, das ist die Schwierigkeit mit den Belegen, das ist die Schwierigkeit mit der Argumentation, immer gegen zwei Sachen. Zugleich einerseits gegen Gestisches, also gegen einen Stil, ein sprachliches Gebaren, einen Putz. Das heißt, man kann natürlich sagen, da wird ein Wort auf 20 Seiten 100 Mal wiederholt und dann kann ein Germanist sagen, ja, das ist eine Anapher. Sprich, das ist ein tolles Stilmerkmal. Und dann kann ein anderer Germanist sagen, nein, das ist schlecht beschrieben. Also, es geht gegen ein sprachliches Gebaren, einen Putz. Das heißt, für missraten erklärte, der Scheußlichkeit und des Ungenügens zu überführende Schreibarten. Oder wie man früher sagte, dass es noch erlaubt war an der Universität, Formen. Und andererseits gegen eine Bewusstseinslage, das heißt gegen feindliche Überzeugungen, Absichten und Vorsätze, Stimmungen, Behauptungen, Politik oder wie man früher sagte, als und so weiter, Inhalte. Die beiden Momente des jeweils Bekämpften bilden hierbei das, was in der Logik die Einheit einer Differenz heißt. Man setzt sie, sobald man sie auch nur unterscheiden gelernt hat, bereits notwendig wieder zueinander in Beziehung, etwa so wie Karl Kraus das mit seiner Feststellung getan hat, es gebe, Zitat, zwei Richtungen geistiger Unkultur, die Wehrlosigkeit vor dem Stoff und die Wehrlosigkeit vor der Form. Die eine erlebt in der Kunst nur das Stoffliche, sie ist, sagt Kraus, deutscher Herkunft. Die andere erlebt schon im Stoff das Künstlerische, sie ist romanischer Herkunft. Der einen ist die Kunst ein Instrument, der anderen ist das Leben ein Ornament. Was Kraus hier macht, kann man einen Veranschaulichungsversuch nennen. Er spricht von intellektuell und ästhetisch verrotteten Regionen und das Bild, das er braucht, um sie gegeneinander abzuheben, ist ein geografisches. Die Deutschen, sagt er, sehen nur das, was früher Inhalt hieß, die Franzosen, Spanier und Italiener nur das, was Form heißt. Was Kraus diese Gegenden sind, diese Orte auf dem Atlas, nämlich Namensgeber oder Spender dessen, was Hacks in anderem Zusammenhang Feldzeichen nennt, für ein bestimmtes von ihm verabscheutes Verhältnis zwischen den Inhalten und den Formen, ist für Hacks ein nicht im Atlas, sondern in der Literaturgeschichte zu findender Ort, in der Stilepoche Romantik. Dieses Wort bezeichnet bei ihm, wie man aus seinen einschlägigen Abhandlungen lernen kann und hier heute ausführlich gehört hat, so wenig eine bestimmte irgendwann aufgekommene und irgendwann anders wieder eingegangene Zeitmode, wie für Kraus etwa nur auf Deutsch das inhaltlich überschätzt oder nur auf Italienisch La Polar getrieben werden kann. Für Leute, die an Schemata interessiert sind, an Dogmen, was diese Diskussionen ja vielleicht doch nicht so stark waren, liegt, wo derart griffige Kürzel geprägt werden, die Gefahr nahe, in einen abscheulichen Begriffsrealismus zu verfallen, der die nominalistische Einsicht vergisst, dass neu geprägte Universalien, also der deutsche Irrtum, die romanische oder romantische Krankheit, der Morbo Romantico, wie Benedetto Croce das genannt hat, so wenig je erschöpfend die von ihnen markierten Tatbestände und literarischen Phänomene benennen können, wie nur irgendeine ältere Universalie. Einfach deshalb, weil solche Wörter, genauso wie Gerechtigkeit oder sowas, Namen für große Mengen von Daten sind, in dem Fall literarische, und solche Mengen zu dem gehören, was die Mathematiker Fuzzy Sets nennen. Gedachte Gruppen mit begrifflich ausgefransten Rändern, zum Beispiel wie das Wort Haufen. Wenn ich zwei Münzen auf den Boden schmeiße, habe ich keinen Haufen Münzen erzeugt, sind ja nur zwei. Wohl aber, wenn es 1000 sind, die ich hinschütte. Zwischen den beiden Zahlen, 2 und 1000, aber wird auch der pedantischste Zwangsneurotiker, die genaue Münzenzahl, die nötig ist, ab wann ist es ein Haufen, so wenig bestimmen können, wie irgendein Anhänger, Anhängerin von Kraus oder Hacks jemals eine die Fuzziness des Krausschen Bildes vom Deutschen oder Romanischen das Hacksen vom romantischen Autor überwindende Tabelle wird basteln können, wo dann ein Computer nur noch den Text durchlaufen lassen muss und wir wissen alle Bescheid. Das Romantische vom Nicht-Romantischen nach der Art einer solchen Tabelle auch in der Nacht, die der Romantik so lieb war, und bei dem Nebel, den sie geliebt hat, unfehlbar treffsicher unterscheiden zu lassen, sowie diese Unterscheidung in eine Gestalt zu bringen, die sich Drittklässlern beibringen lässt, war, glaube ich, nicht Hacksens Hauptsorge, als er anfing, sich damit zu befassen. Die ausgefransten Ränder der von ihm aufgestellten und angewandten Namensordnung lässt er so weit in Ruhe, lässt ihn ihre Unschärfen und müht sich nicht überwiegend mit Begradigungen, Vereinheitlichungen und Säuberungen. Es gibt zeitliche Unterschiede, es ist ein dialektischer Prozess, das, was im einen Moment Position ist, im anderen Moment Negation, im letzten Synthese. Die Synthese kann jederzeit wieder als eine neue Position behandelt werden, das wissen wir von Hegel. So wendet er sich etwa, haben wir gehört, eingangs des glänzenden Aufsatzes wieder Schlegel, der Meinhard-Dichter dagegen unter Romantik das verstehen zu wollen, was unter anderem E.T. Hoffmann getrieben hat, und hat dann doch keine Skrupel, viel später im Großessay zur Romantik einige besonders odiose Merkmale der parapolitischen Wühlarbeiter-Romantiker von eben diesem Hoffmann zu beziehen, den er beim Angriff auf Schlegel noch aus der Schusslinie entfernt hat, weil es nicht gepasst hat.
Malwein, also wichtiger, die können nicht schreiben. Da ließ er Hoffmann und Tieck in Ruhe, von deren Qualitäten er genug gewusst hat, und knöpfte sich lieber Schlegel vor, weil er tatsächlich von der großen Form her gedacht hat. Also dieses Verseabzielen hat er bei den Leuten nicht gemacht, sondern hat er gesagt, Riluzinde, da steht Roman drauf, ich bitte euch. Das ist ein Roman. Das Einzige, was da drin noch fehlt, sind Gedichte, hat er gesagt. Ich habe mich davon anregen lassen, habe den Roman sämtliche Gedichte geschrieben, in dem sehr viele Gedichte vorkommen. Also ich verstehe Haxenschelte manchmal auch als Anregung. Das ist so, wie wenn jemand einen Schwein nennt und man das als Aufforderung zum Grunzen interpretiert. Gut, oder er knüpft sich Novalis vor, bei dem die Sentenzen tatsächlich oft nicht einmal bis zu dem Punkt zusammenfinden, dass es wenigstens ein Fragment wäre. Dann wieder kam es ihm darauf an, dass die Brüder reaktionäre Halunken, also Krypto bis offen katholisch-religiöse, runtergekommene Adlige, die dem eben von den Folgen der französischen Revolution, und die größte war ja für Ax Napoleon, zurückgedrängten Mittelalter nachtrauerten, Freunde Englands auch, einer Nation, die aus Konkurrenz, aus Außenpolitik, die er ja das Geistlose an der Politik fand, aus Konkurrenz zu Frankreich zum Feind der aufgeklärten Staatsvernunft geworden war. Das heißt, die Engländer waren nicht von Natur aus irgendwie böse, sondern Frankreich war ihr Konkurrent. Und wenn jetzt Frankreich vernünftig wird, dann sind wir eben gegen die Vernunft. Ist dieser Schwerpunkt im Visier, dann kann Hax den Hoffmann doch wieder brauchen. Denn bei dem treten diese Züge, da er sie zu gestalten wusste, markanter hervor als bei, sagen wir, Novalis, die Christenheit oder Europa. Das hätte er ja auch abwaschen können. Aber da mal eine These drin zu finden in dem Text, die man abwaschen kann, finde ich gut. Es ist einer der reaktionärsten Texte der deutschen Literaturgeschichte, aber was er sagt, keine Ahnung. Was Hax nie eingefallen wäre, erstens ein literarisches Kunstwerk allein von seiner Gestalt her zu loben oder zu verdammen und zweitens ein solches Kunstwerk gar eine ganze ästhetische Strömung daran zu messen, ob irgendwas da drin als Inhalt vorkommt oder nicht, das ist leider Arno Schmidt eingefallen. Das Erste, es komme letztlich nur auf die Sprache an, es sei egal, ob Karl Marx besungen werde oder die Jungfrau Maria, das hat Schmidt so oft wiederholt, dass ich jetzt zu faul bin, dafür eine Belegstelle zu suchen. Niemand, der ihn gelesen hat, wird es jemals leugnen, und wenn nach 1945 überhaupt irgendein Epiker oder irgendein Mensch von Rang, der Deutsch geschrieben hat, das Etikett Formalist gerne gehabt hätte, auch von Lukács gerne in Empfang genommen hätte, dann war es Arno Schmidt. Aber das Zweite, ein literarisches Kunstwerk und die Strömung, der es angehört, daran zu messen, ob irgendwas Welttatsächliches darin vorkommt, als Inhalt, das fiel Schmidt ein, als er was verteidigt hat. Sie raten nicht was und sie raten nicht wogegen. Romantik gegen die Klassik. Im Tieck Radio Essay 15 vom Wunderkind der Sinnlosigkeit lässt Schmidt den Sprecher A, den er Referent nennt, und das heißt bei Schmidt in den Radio-Essays immer, das bin ich. Denn dann gibt es noch einen zweiten Jüngeren, der nichts gelesen hat und immer nur Fragen stellt und auf diese Fragen dann immer den Bescheid kriegt. Da lässt er ihn also sagen, dass Tieck einen besonderen Zugang zu stofflichen Dingen, zu einer sozialen Erscheinung seiner Zeit gehabt hat, der ihn wieder positiv unterscheidet von, und das raten Sie auch nicht, Zitat Schmidt, Berlin und seine Berliner, sie, die Goethe, in huldvoller Angst einen verwegenen Menschenschlag nannte, er hat nie begriffen, oder richtiger wohl nach altbewährter Taktik, die unangenehme Einsicht immer verdrängt, dass die Großstadt die unvermeidlich kommende Siedlungsform der menschlichen Gesellschaft darstellt, sie also dem Künstler zur Gestaltung aufgegeben ist. Ein Manko an Wirklichkeitssinn und Mut, bezeichnend für unsere Klassiker. Erinnern Sie sich bitte nachher wieder des Unterschieds, wieder gegen der Romantiker Tieck, das geborene, das echte Großstadtkind, angeregt mit augusäugig nervöser Freude, beides akzeptiert und notiert. Die sturen, raffiniert monotonen Häusermasken und das rüstig strömende Proletariat, Spiegelreflex in einem Teenagerauge. Schmidt mochte Tieck, wie er, ich erwähnt, es die Romantiker überhaupt gemocht hat, aber natürlich nicht aus dem wahrscheinlich